Schwedische Yacht vor schwedischer Kulisse. Man muss eigentlich kein Kenner sein, um hier eine Halbergrassi zu erkennen. Und doch markiert das jüngste Familienmitglied in vielerlei Hinsicht den Beginn einer neuen Generation. Keine Angst, Werftchef Magnus Rassi bricht nicht mit den traditionellen Werten wie Qualität und Komfort. Und doch verkörpert die neue Halbergrassi 412 mehr als nur Linienpflege. Vor etwa 2 Jahren sind wir an selber Stelle hier gesessen, haben die 372 gesegelt. Ja. Das war damals das größte Boot mit 8er Cockpit. Ja. Damals hast du mir gesagt, das wäre es dann mit der Größe. Die größeren Schiffe bleiben Center Cockpit Yachten. Ja. Jetzt habt ihr doch eine 412 gebaut, auch mit 8er Cockpit. Ja. Ist das jetzt für euch so ein bisschen eine neue Linie, die ihr aufbaut mit 8er Cockpit? Vielleicht eine zweite Linie parallel dazu? Oder wie sieht das bei euch aus? Ja, kann man fast sagen. Wir haben ja eine Linie mit 8er Cockpit Yachten von 31 bis jetzt neuerdings 41 Fuß. Und weiterhin auch Mittelcockpit-Yachten ab 37 Fuß bis zu 64 Fuß. Ja. Ja. Also für euch auch so eine Art, eine neue Ära in eurer Firmenphilosophie, oder war das früher schon mit 8er Cockpit-Yachten? Vor allem bei kleineren Booten. Ja, also wir haben durch die Jahre gesehen, sehr viele 8er Cockpit-Yachten auch gebaut. Wir sind vielleicht besser bekannt für Mittelcockpit-Yachten, aber Tatsache ist, dass unter den knapp 9000 ausgelieferten Halbergrassi-Yachten sind ungefähr 2/3 8er Cockpit-Yachten. In dem kleineren Segment? Ja. Viele kleinere Boote mit 8er Cockpit wurden in großen Stückzahlen gemacht. Ja. Die Mittelcockpit-Yacht Halbergrassi 40 bleibt trotz der neuen Schwester im Programm. Die Schweden setzen mit der 412 aber auf mehr Sportlichkeit. Die Leistungswerte von 7 Knoten bei 40 Grad am Wind und 4 bis 5 Beaufort kommen in die Nähe eines echten Performance-Cruisers. Dennoch hat die 11 Tonnen schwere Rassi eine Menge an elektrischen Helferlein auf Lager, die das Segeln eher komfortabel denn sportlich gestalten. Als Option ist eine Manövrierhilfe ebenso erhältlich wie das Assistenzsystem, mit dem die Wende auf Knopfdruck klappt. Dafür verbaut die Werft die elektrischen Revo-Winschen von Luma. Etwas Eingewöhnungszeit sollte sich der Skipper aber einräumen, um mit der Vielzahl an Knöpfen zurechtzukommen. Optisch kann man die 412 wirklich attraktiv nennen. Der Riss vom Stammdesigner German Freers gefällt. Mehr Beweise der behutsamen Modernisierung finden sich auch im Innern der 13-Meter-Yacht. Ja, Magnus, wenn wir hier drin sind im Interior von der 412, was auffällt, innen seid ihr jetzt sehr viel leichter geworden, optisch leichter. Das ist heller, moderner ausgestattet und es gibt sehr viel mehr Licht. Kannst du uns etwas erzählen über das Konzept für die Beleuchtung innen und für das Licht? Ja, wir haben also sehr viel natürliches Licht. Große Decksluken, Skylights, zweimal große Seitenfenster, besonders groß, und Rumpffenster, das sorgt für Raumgefühl und Helligkeit und Augenkontakt. Wenn man im Sitzen ist, dann kann man in Augenhöhe rausgucken und im Stehen kann man so rausgucken. Das ist eine schöne Sache und es gibt auch sehr viel Raumgefühl. Ja, so wie ein bisschen Decksalon, nicht wahr? Ja, würde ich nicht sagen. Also die Vorteile davon, aber nicht die Nachteile. Ja. Ja. Für gute Durchlüftung sorgen gegenläufig öffnende Decksluken und die großen Fenster im Aufbau. Und auch beim Layout stellt die Werft eine Neuerung vor. Hier, das ist die Baunummer 1 und das ist eigentlich ungewöhnlich. Das ist jetzt die 3-Kabinen-Version mit 2 Nasszellen. Das ist aber nicht der Standardboot. Nein, die Grundausführung hat eine 8er-Kabine und natürlich Vorderkabine und 2 Toiletten. Es gibt also Möglichkeiten, 1 oder 2 8er-Kabinen, 1 oder 2 Toilettenräume.
Insgesamt ist die 412 sehr variantenreich. Der Eigner kann neben dem Novum der Doppelkabinenachtern nun auch bestimmen, wie groß die Nasszellen ausfallen sollen. Platzprobleme dürfte man auf dieser Yacht aber sowieso nicht bekommen. Hier das Vorschiff der Halber Grasse 412. Hier kann man sehen, unterhalb dieser Liegefläche gibt es jede Menge Stauräume, ganz große Volumen, wo man aus ganz prima Taschen reinpacken kann oder Koffer oder Segelsäcke, was immer da reinpassen mag. Die Stauräume sind auch sehr gut erreichbar. Hier nimmt man einfach die Polsterung weg, macht hier so die Kohlenbretter rauf, die sind mit Scharnieren befestigt und so hat man da einen wunderbaren Zugang zu den Stauräumen. Bleibt am Ende die Frage, was verlangen die Schweden für die Halber Grasse 412? Mit rund 450.000 Euro ist sie klar im oberen Segment der Klasse, auch wenn man sie mit Forbi, Arkona oder Brehorn vergleicht. Genauso klar ist aber, dass sie in der obersten Liga mitspielt, was Qualität, Ausstattung und Service angeht. Denn da setzt Rassi weiterhin auf bewährte Tradition. Den ausführlichen Testbericht können Sie übrigens auch als PDF-Datei bei Yacht Online herunterladen.